Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nachrichten von Ernst und Schmäh im Mai. Hier erfahren Sie wie immer, was Sie vielleicht im letzten Monat verpasst haben und was Sie im nächsten Monat keinesfalls verpassen sollten. Mini-Festival im Mai. Das Mini-Festival im Mai war ein großer Erfolg. Sehen Sie hier kurze Ausschnitte, unter anderem die Auftritte von den Künstlerinnen und Künstlern aus Graz, die professionelle Moderation von Fischerer und Siekert sowie das Stück, das A Cappella-Stück Moja Jube von Meiri, Means, Olescu und Faustmann. Ich bin der Martin. Ich bin der Konstantin. Trennung, warten, allein sein, sagst du. Gehör nun mal zum Leben dazu. Das mag richtig sein aus deiner Sicht. Und nun, ich halte dich. Lustigst du vor mir, starrst mich an. Ahnungslos bin ich, du bist ein stiller Ozean. So, why not? Now you're the current stream, now looking back and forth. I'm here with you, isn't that enough? Why not? Now you're the current stream, I'm here with you. You don't even know why. Mini-Festival im Juni. Am Mini-Festival im Juni spielen gleich zwei Formationen. Am Samstag, den 11. Juni, spielen Siekert, Faustmann, Fischerauer, Pfeil und Mellag im Café Siebenstern. Am Tag davor, am Freitag, den 10. Juni, gibt es ein Bandkonzert mit Gitarre, Akkordeon, Saxophon, Schlagzeug und Bass. Dieses ist die Bandpremiere des Programms, welches auf der heurigen Sommertour zu hören sein wird. Die Sommertour. Die ersten Termine sind fixiert. Die Tour startet in Wien, geht über Kärnten nach Südtirol, anschließend von Oberösterreich in die Steiermark und zu guter Letzt nach Niederösterreich. Wenn Sie Interesse an einem Konzert bei Ihnen haben, melden Sie sich gerne. Kleinkunst im Kleinkunstmagazin. Ab sofort gibt es ein Kleinkunstmagazin. In dem A5-Faltblatt sind Porträts von den Kulturschaffenden und einige versteckte Hinweise auf die Welt von Ernst und Schmäh. Auf der Innenseite findet sich ein A3-Plakat zum Aufhängen. Wenn Sie die erste Ausgabe haben wollen, kommentieren Sie mit Ja. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und senden Ihnen gern eine Ausgabe davon. Bands. Im Laufe der nächsten Monate werden wir Ihnen verschiedene Bands vorstellen. Wir starten mit der Band Bella, bestehend aus Daniel Stratznik und Robert Leon Faustmann. Daniel Stratznik spielt Akkordeon und bringt Lieder von seinen Weltreisen mit. Robert Leon Faustmann ist Liederschreiber und hat sein Werkbuch dabei. Olivenöl. Robert Faustmann ist in seiner Tätigkeit als Olivenölproduzent zu sehen. Im Palmenhaus im Burggarten in Wien berät er am Wochenende gemeinsam mit Max Werdenig, den Sie vielleicht als Fotografen kennen, die Kundschaft auf dem urbanen Bauernmarkt, erzählt von der Ernte und verkostet Olivenöl. Schauen Sie doch gerne vorbei. Das war es wie immer in aller Kürze. Ich bedanke mich für Ihr Dabeisein, wünsche Ihnen alles Liebe und sage auf Wiedersehen.